Moin, Moin, ihr Leute, und herzlich Goldenen! willkommen zu einer neuen Folge von der Minecraft Season 1.8. Zwei. Genau. Ja, jetzt ist es dran mit dem Umziehen und ich muss hier alles abbauen, meinen ganzen Balkon, weil ich gerne meinen Haushalt generell aus diesem Stein machen würde, also auch mein nächstes Haus. Und deshalb klatsche ich hier jetzt einfach einen Zeitraffer rein. Und dann hören wir uns am Ende der Folge nochmal. 2 Stunden später. Aber ich würde sagen, die nächste Season wird mit Mods gemacht. Ja, ist denn schon gut, ja. Ja, gut. Und außerdem muss ich sagen, ey, ich finde aber richtig scheiße, dass ihr einfach umgezogen seid. Ich werde einen Survival Games Server machen. Wieso findest du das scheiße? Ich finde das voll cool. Du wirst einen Survival Games Server machen, dein Ernst? Ja, mit 4 Sklats. Na halt, wenn wir mal Survival Games spielen wollen und alles überfüllt ist, dann spielen wir zu 4 Survival Games. Ja, okay, Marc, das ist eine total tolle Idee, weil du auch bestimmt alles mit den Plugins hinkriegen wirst. Ganz ernsthaft, es gibt es. Ganz ernsthaft, was sag ich da? Bei Trado kann man jetzt schon auswählen, dass jetzt ein Survival Games Server sein soll, dann machen die das alles. Okay. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Ach, ohne Witz, ich mache jetzt noch ein paar Öfen mehr. Das ist doch. Das ist ja. Komisch. Eigentlich könnte ich ja labern, was ich will, aber du nimmst ja auf, deshalb sage ich das jetzt nicht, was ich sagen wollte. Genau. So ist ja der Lukas, immer Rücksicht auf die anderen Menschen nehmen. Creeper hinter mir, das ist aber geil. Ich stell dir vor, jetzt wäre hinter mir auch ein Creeper. Stell dir vor, du wirst tot. Bester Gedanke. Du warst bei diesem coolen Ofen, ne? Wie schafft man es bitte schon mehrere Öfen gleichzeitig mitzumachen? Wie jetzt? Ich habe das Tutorial von PogChamp Media gesehen und da ging es nur mit einem. Haben sie es nur mit einem Ofen gemacht? Was nur mit einem Ofen? Hä? Halt diesen coolen Ofen, den wir auch beide bauen werden. Ja. Ach. Von PogChamp Media hast du das gesehen? Ja. Ja, und was hast du da nicht gerafft? Nee, ich raffe das ja, aber du hattest auch mehrere Öfen verwendet. Ja, sonst geht der Ultraofen auch nicht. Doch, mit einem Ofen. Hat Pock doch ja, aber am Ultraofen liegt es auch daran, dass du 8 Sachen auf einmal machen kannst. Ist das kein Ultraofen? Ja, stimmt auch. Ich werde wohl noch das richtige Tutorial suchen müssen. Tja, ich könnte sagen, von welchem YouTuber das ist. Ja, ich könnte auch sagen, von welchem YouTuber die ganzen anderen coolen Tutorials sind. Welche anderen coolen Tutorials? Na, mit dem Fischer-Ding und mit den anderen coolen Sachen. Nee, ich baue mir ein KFC, ich bin nicht so der Fischmensch. Okay. Aber falls du den Mega-Ofen bauen willst, dann bau ihn lieber von mir ab, weil ich werde dir nicht den YouTuber sagen, weil ich so mysteriös und geheim bin. Oh, er ist mysteriös und geheim. Ja. Jetzt muss ich weinen. Ah, lustig. Ich weiß. Oh, kommt der da kommt schon wieder so ein scheiß Zimbelmann an, ey. Witzig, Marc, witzig. Ich hasse die Zimbelmänner. Marc, spielst du mit 3D Texture Pack? Ja, ach, wozu brauche ich Hintergrundmusik, wenn es dich gibt? Ja, mit 3D Texture Pack sicher. Ja. Findest du das gut? Ja. Ja? Wieso solltest du bitte schon scheiße finden? Also ich muss schon sagen, es ist manchmal ein bisschen anstrengend mit der Aufnahmepflicht, aber... Ja, ich weiß, finde ich auch. Aber es ist ja letztendlich, guck mal hier, an den alten Seasons denke ich mir, ach man, da ist so viel Cooles außerhalb der Aufnahme passiert. Ja, aber man hätte dann sagen können, man kann das Beste immer zusammenschneiden aus einer Folge. Weil jetzt ist es so, es passiert einfach viel zu viel langweilige Sachen, weißt du? Ja. Ach, Creeper schon wieder. Naja.
Ich werde auf jeden Fall alles aufnehmen. Wir können, wenn du willst, die Aufnahmepflicht aufheben, aber ich werde auf jeden Fall alles aufnehmen. Du wirst also alles aufnehmen? Ja. Okay. Ist in Ordnung, Marc, ist in Ordnung. Ich komme damit zurecht. Ich weine jetzt nicht. Ja, hier, hallo Creeper. Fang an zu heulen. Los, heule. Heul doch. Fang an zu Lukas. Folge. Ja? Folge in 4 Minuten beenden. Nein. Doch, in 4 Minuten. Warum? Dann ist doch nicht die Zeit rum. Doch, in 4 Minuten. Ich habe auf die Uhr geguckt. Um 25 haben wir angefangen. Ach ja, hä? In 4 Minuten? Dann sind erst 10 Minuten rum. Ach kacke, stimmt ja. Und selbst wenn, ich mache Zeitraffer, deshalb werde ich meine komplette Bude abreißen in dieser Folge, weil sonst macht das keinen Sinn, weil ich dann noch eine zweite Folge mit Zeitraffer mache. Das wäre dumm. Stimmt ja, das wäre mega dumm. So. Aber, also, ja, ich schätze mal, ich werde auch alles aufnehmen, aber wenn ich zum Beispiel abends mir einfach so denke, komm, gehst nochmal auf den Server, um ein bisschen zu schreiben, ein ganz bisschen zu verändern, zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt den, weiß ich, wenn ich einfach den Boden weitermache, zum Beispiel, ne? Ja, ja, okay. Dann denke ich mir, ja, Locapollo. Ja, ja, Locapollo, denkst du dir dann? Ja, Locapollo. Ja, Locapollo. Respekt, sowas Cooles hätte ich von dir nicht erwartet. Ja, Locapollo. Ich muss mal gucken, wie schnell ich den Zeitraffer mache. Echt? Man soll ja nicht übertreiben. Mhm. Man soll es ja noch schön sehen können. Hör auf, ich hab Hintergrundmusik drin. Weißt du, was ich scheiße finde jetzt, Lukas? Dass Karotten noch anderthalb Punkte haben wollten geben. Echt? Ja. Haben die mal mehr gegeben? Ja, 2. Hä, ja, das juckt mich nicht, ob ich jetzt. Dann esse ich halt 2 Karotten. Ich esse nie Karotten, einfach weil die scheiße sind. Ich habe immer Karotten gegessen. Die bringen so wenig. Ich mach mir halt ein KFC, ne? Ja, ich weiß. Kommt direkt gebratenes Fleisch raus. Es ist eine so geniale Hypermüper-Idee. Würdest du auch bloß gut bauen können, dann könnte die Idee gut sein. Hey, ich kann gut bauen. Eigenlob. Nee, nicht. Ey, Eigenlob stinkt. Nicht Eigenlob, sondern Eigenlob. Hey, ich habe das gut gemacht. Ja, stimmt. Wie nennt man das? Selbstbewusstsein. Ja, ich bin eigentlich voll der zerbrechliche Mensch. Ich weine jeden Abend, weil ich Käse esse. Nein, Spaß. Er ist ein Käsemörder. Ich esse Quäse. Quäse? Ja, Quäse. Oh. Du bist ja ein harter Junge. Frisst da einfach den ganzen Quäse weg. Wie kannst du es nur wagen, Lukas, den ganzen Quäse wegzuessen? So, jetzt habe ich schon mal den Umriss von meiner Burg fertig. Ich muss sagen, das kann nur scheiße werden, aber wieso nicht? Ja, wieso denn ich? Noch mal testen, wie hoch die Mauer werden soll. Nee, lohnt sich nicht mit 3 Blöcken. Aber ich hole mir jetzt noch ein paar Blöcke. Doch 5 Minuten. Marc, das ist scheiße, wenn du immer auf die Uhr guckst. Ich bin halt ein sehr überguckender Mensch. Marc, bei mir die erste Folge, die ist scheiße geworden, weil die so lange geht, weißt du? Weil ich am Ende noch das Outro, das hat sich verschoben, weil ich halt... Ach, ganz am Ende? Ach so, das kenne ich. Das ist richtig scheiße. Ja, bei mir hat die... er hat mit 13 Aufrufe oder so bekommen. Und der Trader, der hat irgendwie, 25. Marc, geht's nur um Aufrufe, ihr hört's, ne? Ich freue mich nur. Aber darum geht's mir. Also ich habe ja auch weitergemacht, als ich nur 3 oder so bekommen habe. Also das sagt ja eigentlich schon alles. Also ich habe direkt aufgehört, als ich nur noch 2 pro Woche hatte. War ein Spaß, Leute. Ich bin so lustig, ey. Habt ihr gehört, ist lustig. Tut mir richtig leid, ich schon unlustig. Schreibt in die Kommentare, Papst ist lustig.
Och, meine Burg wird zu hässlich werden. Ich freue mich drauf. Freust du dich auch drauf? Nö. Mann, ey. Jetzt hast du mir aber die ganze Freude am Projekt versaut. Tschüss. Am Projekt. Ja, ein bisschen Sekt. Sekt ist lecker. Senf ist lecker. Zur Erfrischung erstmal eine Flasche Ketchup. Hä? Wer schreibt da erst Moin? Hä? Okay. Was? Ist irgendwie dumm? Möglich? Möglich, 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 möglich. Hä? Jetzt geht er wieder auf den Server. Ja, der ist ein bisschen dumm, der Junge. Oh nein, ey! BWTF. Dubstep, WWWWTF. Oh ja. Witzig, Marc, witzig. Danke, total da. Lustig. Lol, so. ich hab eine giftige Kartoffel rausbekommen. LOL! Extrem LOL. Ich mag giftige Kartoffeln, die kann man nämlich nicht braten. So, ich werde mir mal. Soll ich dir mal Phil geben? Mhm. Ja, ich geb dir jetzt mal Phil, die giftige Kartoffel. Immer diese Kartoffeln, die so rumgiften, dass sie giftig sind. Ach, der baut da sein Haus jetzt richtig fein weiter. Netter Mensch ist das. Warum macht er den Boden aus Erde? Jetzt komm, Essi. Oh Mann, er hätte das heißt ist. Sollen. Oh Mann. Nur weil ich eine 6 in Deutsch hab. Hashtag Leute. Deutschlehrer. Oh, nicht Tastenkombination, ey, bist du behindert? So. Ich bugge rum. Spaß. Ich stalk ihn jetzt. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr zu stalken. Es wird auch langsam langweilig. Der redet jetzt eh irgendwie weg. Okay, Marc, okay. In schade, Ordnung. Dass er die giftige Kartoffel nicht gegessen hat. Ich wollte dir ja mal Klaas oder Jonas geben. Genau, ja, wahrscheinlich machst du das, ne? Ja, ich mach das. Ich zieh das durch. Ich bin bereit für mein Ziel. Ah ja, Steine. Steine sind cool. Wieder 36 Ziegelsteine, ey, ist das nicht geil? Das hier wird hier Schloss Falkenstein. Schloss Fummelstein. Nicht Schloss Fummelstein, Schloss Falkenstein. Ich hab gesagt, Schloss Fummelstein. Hast du was dagegen? Ja. Schloss Falkenstein. Denn hier wohnen die Falken. War Milan heute schon drauf? Nee, war nicht. Oh, jetzt ist es aber für mich höchste Zeit, die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.